Ja, hallo liebe Leute, wieder eine Folge Fishing Planet. Und jo, weiter geht's mit dem 4. Juli-Event. Ich bin jetzt hier immer noch beim Crappies-Fang und zwar bin ich jetzt vom Neheren River zum Mudwater erstmal wieder gewechselt, weil Neheren River wollten die schwarzen Crappies überhaupt nicht beißen, also jedenfalls nicht die historischen. Deswegen habe ich mir gedacht, dann mache ich erstmal die weißen Crappies am Mudwater. Und da habe ich jetzt auch schon 4 Stück gefangen. Fünften dann fürs Video. Ja, knapp. Der wollte gerade beißen und hat sich dann doch wieder anders überlegt. Gleich wieder losgelassen. Ja, Krabbis fange ich mit der Chickwinner. Oh, wieder. Der hat aber schon ein bisschen kräftiger zugelangt und trotzdem wieder losgelassen. Den Platz, wo ich stehe, zeige ich euch gleich ausführlich. Wobei ich den letzten gefangen habe. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Und wieder ein Anfasser. Auch gleich wieder losgelassen. Das sind wahrscheinlich dann die kleinen Buntbarsche oder kleinen Krabbis, denen selbst der rote Einshaken schon zu groß ist. Weil für die Krabbis hier nämlich den Chickkopf 7 Gramm rote 1. Also der größte von den kleinen Haken. 1,0 ist dann der kleinste von den großen Haken. So, wie immer will der Letzte natürlich nicht beißen so schnell. Deswegen zeige ich euch auch immer nur den Letzten oder den Ersten. Den Ersten, wenn das Video vorher noch woanders losging. Mit dem Letzten von woanders. Und in dem Fall jetzt hier den Letzten. Weil da wird das Video meistens dann schon lang genug. Wieder ein kleiner Anfasser. Aber da vorne ist die Markierung von dem ersten historischen, den ich hier gefangen habe. Das könnte schon der letzte sein.
Nö, ein Forellenbarsch. Der hat mich aber gut getrollt. Der Lotzemai steht neben mir. Den kenne ich auch schon Ewigkeiten. Auch viel mit Underwater Frank zusammen Fishing Planet gezockt. Ist auch in dem Stream häufig vorhanden vom Underwater Frank. So, warum will der Letzte jetzt hier nicht beißen? Ich schätze mal, weil das Game so programmiert ist, dass immer der Letzte von einer Sorte möglichst lange braucht. Aber da ist er schon. Super! Machen wir mal ein schönes Foto, wie sich das gehört für einen anständigen Angler. Weg. Das machen wir hier schön daneben. So, hör mal auf zu zappeln. So war nicht schlecht, aber geht noch besser. Sollst du dich in der Planke und nee, nicht drehen und nicht zappeln. Aber wieder blöde. Ich krieg kein vernünftiges Bild hier. Ne, der dreht sich schon wieder wie blöde. Oh nee, kann der nicht mal einmal stillstehen? Entweder er dreht sich oder er zappelt. Nee, jetzt habe ich ihn erwischt. Meine Herren, nee. So. Ja, Spawn tut man hier und dann geht man hier den Weg runter bis zu der zweiten freien Stelle. Also das ist ganz am Ende des Weges sozusagen, weil da kann man nicht in die Richtung. Na, also hier, das wäre die erste Stelle, die kann man zwar auch probieren, aber besser ist, man nimmt die gleich die zweite Stelle. Hier vorne spawnt man. So, dann wollen wir mal hier Kanone abfeuern. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich habe noch nicht einmal eine Belohnung bekommen beim Kanone abschießen. Und da bekomme ich immer Feuerwerk. So, als nächstes geht es dann zum Nihiren River. Ja genau, Nihiren River, aber vorher werde ich noch einmal zum Lone Star gucken, ob da auch eine Fahne und eine Kanone sind. Habe ich beim ersten Mal gar nicht nachgeguckt.
Können wir schnell mal gemeinsam schauen. Habe ich einfach nur stumpf die Barsche gefarmt da. Besser gesagt, die historischen gepunkteten Barsche. Und bin wieder abgehauen. Habe gar nicht geguckt, ob da eine Kanone und eine Flagge ist. Ja, Flagge ist da und Kanone auch. Gut, dann können wir hier auch nochmal die Flagge hissen. Gibt wieder Feuerwerk. Und die Kanone abfeuern. Viel Glück beim nächsten Mal. Ich bekomme hier nie irgendwas bei den Kanonen abfeuern. Jetzt bestimmt schon 6 oder 7 Mal eine Kanone abgefeuert insgesamt und jedes Mal steht da viel Glück beim nächsten Mal. So, jetzt werden wir am Neheren River auch noch in diesem Video noch da die Kanone und die Fahne. Lizenz geht noch. Wo könnte hier die Fahne und die Lizenz, die Kanone sein? Ich schaue mal erstmal hier. Da sind bei den anderen Events auch immer die Sachen versteckt. Und zwar in der Richtung. Ja, hier ist die Kanone. Jo, ich habe endlich mal was bekommen. Freit Medium Spoon, 28 Gramm Raute 4.0. Und die Flagge, wo haben wir die? Ja, die ist dann sehr wahrscheinlich hier. Nicht? Aha. Habe ich hier was übersehen? Ah ja, hier ist sie. Viel Glück beim nächsten Mal. Da hat es zwar bei der Kanone dann endlich mal geklappt, aber dafür hier bei der Flagge kein Feuerwerk. Gut, so, das soll es dann auch gewesen sein für dieses Video. Ich starte das nächste Video, wenn ich den letzten schwarzen Krabby fangen muss. Bis dahin, tschüss.